Refraktive Behandlungen zur Behebung ihrer Fehlsichtigkeit haben das Ziel, ihnen Freiheit von der Brille zu geben. Für welche Distanzen die Brillenfreiheit gelten soll, legen sie im Gespräch mit dem Arzt selber fest. Prinzipiell kann ihre Fehlsichtigkeit mit dem Laser oder mit einer intraokularen Linse behoben werden. Dazu muss im Rahmen des Voruntersuches das Auge genau untersucht werden und die Eignung für eine oder mehrere Strategien im individuellen Gespräch evaluiert werden. Nicht jeder Kunde und jedes Auge ist geeignet für jede Strategie und auch nicht jede Strategie kann mit jedem Verfahren umgesetzt werden. Erfreulicherweise kann die verfolgte Strategie oder mehrere Strategien im Rahmen eines Kontaktlinsentests vor der Operation ausprobiert werden, so dass Sie einen Anhaltspunkt für realistische Zielvorstellungen und das entsprechende Resultat eines solchen Eingriffes erhalten. Bei der Behandlungsstrategie Monovision wird ein Auge für die Fernsicht und das andere für die Nahsicht behandelt. Das Verfahren nutzt die Eigenschaft des Gehirns, die Bilder beider Augen bis zu einer gewissen Dioptriendifferenz stimmig miteinander zu verschmelzen. Folglich wird nach der Eingewöhnung gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, dass ein Auge in die Ferne und das andere in die Nähe schaut. Die Monovision hat nicht die perfekte Korrektur der Fernsicht beider Augen zum Ziel. Man geht einen gewissen Kompromiss ein. Es wird dabei nur die Fehlsichtigkeit des sogenannten Führungsauges vollständig ausgeglichen, sodass optimales Sehen in der Ferne möglich ist. An dem anderen, nicht dominanten Auge wird eine leichte Kurzsichtigkeit angestrebt, die gutes Sehen in 50 bis 70 cm erlaubt. Ideal für das Handy, den PC-Monitor oder die Zeitung auf dem Tisch. Der Kunde nutzt dann das vollständig korrigierte Auge für die Fernsicht und das unterkorrigierte Auge für die Nahsicht. Diese Strategie kann mit sämtlichen Verfahren umgesetzt werden und wird von alterssichtigen oder bald alterssichtigen Menschen gewählt. Im Rahmen eines Kontaktlinsentests vor der Operation können wir Ihnen das zu erwartende Resultat so simulieren, damit Sie für sich vor der Operation entscheiden können, ob das gewählte Konzept den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Das Ziel der Behandlung ist es, im Alltag ohne Brille für die Nähe und Ferne auszukommen. Für anspruchsvolle Sehleistungssituationen, wie zum Beispiel das Autofahren nachts, Lesen von kleinen Schriftzeichen bei schlechter Beleuchtung, ist man allenfalls weiterhin auf eine Lese- oder Fernbrille angewiesen. Ein Wort zur Präzision von refraktiven Eingriffen zur Korrektur der Fehlsichtigkeit. Grundsätzlich erlaubt der Eingriff mittels Augenlaserbehandlung oder intraokularen Linsen die optische Fehlsichtigkeit des Kundens innerhalb bestimmter Grenzen deutlich zu reduzieren. Der verbleibende Brillenwert muss dabei nicht bei Null liegen, um unabhängig von einer Sehhilfe wie Brille oder Kontaktlinsen zu werden. Die Sehschärfe ohne Hilfsmittel verbessert sich in der Regel sehr und erreicht idealerweise 80% oder mehr des maximalen Sehvermögens. Wir können Ihnen nicht garantieren, dass Sie nach einem Eingriff keinen Restsehfehler haben. Trotz geringem Restsehfehler können Sie jedoch brillenfrei und glücklich sein. Bedenken Sie auch, dass das Auge ein lebendiges Organ ist und grundsätzlich Veränderungen immer auftreten können, auch nach einem chirurgischen Eingriff. Welche Strategie in Ihrem Falle die beste ist, werden Sie zusammen mit dem behandelnden refraktiven Team evaluieren, so dass auch Sie in Ihrem Alltag den Gewinn an Lebensqualität durch ein brillenfreies Leben erleben können.